Und ich kann es einfach nicht ansehen, wenn wirklich eine Person so dermaßen kaputt geht, Junge, das ist unnormal. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Auf jeden Fall, ihr seht, ich war heute frisch beim Friseur. Wie gefallen euch diese beiden Striche? Das habe ich das erste Mal jetzt gemacht. Auf jeden Fall, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr meine Haare findet. Und ich denke, ich habe schon so, Ali, was ist das für ein T-Shirt? Das ist auch hier gemalt und die 1 ist hier auch gemalt. Das T-Shirt sieht genau so aus. Hashtag Team Ali 1. Hier ist nochmal eine Krone. Das T-Shirt habe ich auf irgendein Fan-Treffen bekommen. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, welches Fan-Treffen, weil ich habe jetzt viele Fan-Treffen schon gemacht. Ich weiß nicht genau, von welchem Fan-Treffen das ist, aber auf jeden Fall schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht guckt ihr immer noch meine Videos. Von wem ist das eigentlich? So, ja, man sieht fresh aus. Danke. So, ihr liest schon am Titel, ihr denkt euch gerade bestimmt so, oh nein, Ali, musst du dich auch zu diesem Thema jetzt äußern. Es geht heute um Miguel Pablo. Ich mische mich eigentlich wirklich nicht in YouTube-Beef ein oder in Sachen ein, die mich eigentlich gar nichts angehen und womit ich eigentlich wirklich 100% nichts zu tun habe. Aber zu diesem Thema möchte ich mich einfach äußern, weil ich sehe auf der Startseite Miguel Pablo in den Trends, Miguel Pablo, bla bla bla. Deswegen will ich mich einfach zu dem Thema einfach mal ganz kurz äußern. Ich glaube, jeder kennt jetzt Miguel Pablo von euch. Ja, man, wer ihn nicht kennt, gibt einfach auf YouTube Miguel Pablo ein und guckt einfach seine Videos und dann wisst ihr auch schon, was los mit ihm ist. So, ihr wisst ja, er ist wirklich sehr, sehr drogenabhängig, er war sehr oft in der Psychiatrie. Bla bla bla. Und ich wollte einfach nur ein paar Sachen loswerden. Auf jeden Fall, Dennis Bro hat ein Video hochgeladen. Ich glaube, das hat er vorgestern hochgeladen. Das ist auch auf Platz 1 in den Trends. Guckt euch das Video bitte an. Das ist wirklich verlinkt in meiner Beschreibung. Der erste Link direkt. Guckt euch das Video bitte an. Denn dann ist das Thema auch bitte abgeschlossen. So, damit will ich einfach sagen an alle YouTuber, an alle Rapper. Ey, er ist einfach psychisch behindert. Ja, man kann einfach sagen, er ist psychisch behindert, er leidet wirklich an vielen Krankheiten. Und dass dann noch Leute Videos gegen ihn machen oder Rapper zum Beispiel Kapi, bra, was ist los? Ich wollte einfach nur in diesem Video sagen, Leute, schießt nicht mehr gegen Miguel. Macht einfach nichts mehr, reagiert einfach nicht mehr darauf, was er alles so macht. Denn denkt ihr wirklich, er weiß, was er macht? Nein, 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 Leute, das ist einfach eine Psychose. Er ist in einer Psychose, denkt ihr wirklich, er ist so normal wie wir? Nein, Leute, er hat ein komplett anderes Leben. Er ist einfach psychisch behindert. Und jetzt nochmal zu Dennis Bro. Leute, ich habe ihn wirklich kennengelernt. Ich war mal einen ganzen Tag lang mit ihm unterwegs, da wo ich auf Tour war. Und das ist wirklich ein sehr, 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 sehr stabiler und korrekter Junge. Auf jeden Fall, Bro, schöne Grüße nochmal an dich, Alter. Also wirklich, er ist richtig vernünftig. Er ist wirklich, auch wenn er wirklich über 300.000 Abonnenten, ich glaube, hat, ist er wirklich ganz normal, er ist nicht abgehoben, er ist einfach ein easy man. Ihn jucken die Abonnenten nicht, Klicks nicht, Likes nicht, er ist einfach korrekt, Mann. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ne? Nicht viele bleiben auf dem Boden, wenn sie wirklich einen Hype haben oder viele Abonnenten oder viele Likes oder viele Klicks und oder viel Geld, so. Und jetzt nochmal eine ganz, ganz kleine Message an Miguel Pablo. Ey, Digga, wenn du dieses Video siehst, ich glaube, du hast schon viel von mir gehört bestimmt. Oder Dennis hat dir mal von mir erzählt. Ey, Digga, ich sag dir ehrlich, beruhig dich, Mann, beruhig dich wirklich. Du legst dich wirklich viel zu viel mit Leuten an, die wirklich sehr krank sind. Also, Digga, bleib auf dem Boden, beruhig dich, Mann. Und ja, ich weiß, innerlich denke ich, Alter, lass ihn labern. Am Ende disst er mich auch noch, Alter, keine Ahnung. Aber Bro, wir wissen alle, dass du eine Psychose hast. Du wirst ein Charlotte rauskommen. Aber dafür müssen wir einfach alle hier auf YouTube zu ihm stehen und wirklich Videos für ihn machen, nicht gegen ihn. Denn diese Videos, die gegen ihn gemacht werden, das macht ihn doch noch mehr kaputt. Und ich kenne jetzt gar keine Person, die wirklich einen Mensch noch mehr kaputt machen will, obwohl sie eigentlich schon in einer Psychose ist. Aber wenn man wirklich hier die ganze Sache auf YouTube verfolgt, dann gibt es hier wirklich viele Personen. Deswegen, Bro, komm, ey. Halt dich bitte von den richtig starken Drogen weg. So, ey, kiff, bisschen, komm, weil komplett wirst du nicht wegkommen. Man sieht, du warst jetzt dreimal in der Psychiatrie, Bro. Und ja, komm, ey, rauch einfach ein Joint am Tag, so, beruhig dich. Oder setz es einfach ganz langsam ab. Ich weiß, es wird dir auch in der Psychiatrie beigebracht, aber ich will jetzt einfach nur mal sagen, setz es einfach ganz langsam ab. Und viele vermissen einfach deine normalen Videos, deine Fashion Hauls, deine Pranks, deine richtig geilen Comedy-Videos, Bro. Alle vermissen dich. Komm einfach zurück, Mann.
komm auf den Boden und beruhig dich. Beruhig dich in der Psychiatrie, bleib da nochmal 2-3 Monate, beruhig dich. Ich weiß, es ist scheiße in der Psychiatrie. Ich war jetzt nie in der Psychiatrie, ich weiß jetzt nicht, wie sich das anfühlt, aber ey, wir wissen alle, dass das scheiße ist. Also beruhig dich, komm da runter und ja. Mehr kann ich auch dazu nicht sagen, so, ja Mann. Ich wollte mich einfach ganz, ganz kurz einmal zu diesem Thema äußern, dass ihr wirklich zu ihm halten sollt, weil der Junge geht einfach kaputt, Mann. Und ich kann es einfach nicht ansehen, wenn wirklich eine Person so dermaßen kaputt geht, Junge, das ist unnormal. Auf jeden Fall, Dennis, Digga, oder an die ganze Crew von Miguel, ich weiß, ihr habt ja gerade Streit, wie Miguel jetzt sagt, so, ich weiß nicht, ob das wirklich an der Psychose liegt, keine Ahnung. Aber ey, Digga, wenn ich irgendwie helfen kann, irgendwie, melde dich bei mir an alle, die mit ihm chillen oder keine Ahnung, wenn ich irgendwie helfen kann, meldet euch bei mir, alles verlinkt in der Beschreibung, meine ganzen sozialen Netzwerke. Ich wäre gerne wirklich bereit zu helfen, deswegen ja. So Leute, auf jeden Fall, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Das war ein ganz, ganz, ganz kleines Statement über dieses Thema. Ihr müsst in die Kommentare schreiben, was für Videos ihr allgemein noch sehen wollt. Und bitte schreibt noch in die Kommentare, wie eure Meinung über dieses Thema ist. Folgt mir auf meinen ganzen sozialen Netzwerken, alles in der Beschreibung verlinkt. Und das Allerwichtigste ist, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr niemals ein Video verpasst von mir. Ja Mann, ich würde sagen, das war's von dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video und peace und haut rein. Tschüss.